Es ist das Verbrechen vom 6. Juli 1993, als der 9 Jahre alte Schüler Bernd Beckmann aus Jena verschwand. 12 Tage später fand man seine Leiche im Bereich Jena-Lobeda in einem Gebüsch an der Saale. Es handelt sich um eines der wenigen unaufgeklärten Tötungsverbrechen in Thüringen. Und wir arbeiten also nach wie vor daran, Ermittlungsansätze zu finden und die Tat aufzuklären. Jetzt verfolgt die Staatsanwaltschaft Gera eine alte Spur neu. Sie bringt den mutmaßlichen Mehrfachmörder des nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, Uwe Bönhardt, sowie den mutmaßlichen Helfer der NSU, Enrico T., ins Spiel. Also nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist es so, dass im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess in München ein Zeuge vernommen worden ist durch das BKA und dort ist der Fall Beckmann zur Sprache gekommen. Näheres weiß die Staatsanwaltschaft noch nicht. Die Polizei in Jena bemüht sich derzeit darum, das Vernehmungsprotokoll beizuziehen. Und es ist geplant, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei sich dann zusammensetzen und schauen, ob sich aus diesem Protokoll neue Ermittlungsansätze ergeben. Bereits bei damaligen Ermittlungen wurde erheblicher Aufwand betrieben, um zum wichtigsten Beweisstück, einem Außenbordmotor eines kleinen Bootes, der nur wenige Meter von Bernds Leiche am Saaleufer gefunden wurde, einen Besitzer zu finden. Es stellte sich heraus, dass es zu Enrico T.'s Boot gehören soll. Sein Boot samt Motor sei ihm jedoch vor dem Tatzeitraum gestohlen worden. Bei einem solchen Tötungsverbrechen werden die Akten weder von der Staatsanwaltschaft noch von der Polizei aus dem Blick genommen. Und es ist so, dass also in regelmäßigen Abständen die Akten auf der Grundlage sich weiterentwickelnder forensischer Untersuchungsmethoden gesichtet werden, um Ermittlungsansätze zu finden, aufzuspüren oder alten Ermittlungsansätzen noch einmal nachzugehen, insbesondere um auch zu schauen, ob Spuren aufgrund neuer wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden in anderer Weise ausgewertet werden können, zum Beispiel DNA-Spuren, wo die Entwicklung ja weitergeht. Und auf diese Weise hoffen wir, den Täter noch finden, ermitteln zu können und auch überführen zu können. Vielleicht bringen also neue, bessere Untersuchungsmethoden Licht ins Dunkel und einer der wenigen ungelösten Mordfälle in Thüringen kann endlich abgeschlossen und zu den Akten gelegt werden.